Ja, okay, das ist lustig, ja. Ja. Das ist schon nice. Aber mit den großen Köpfen war auch nice. Ja. Und mit dem Konfetti finde ich auch ganz lustig. Also das haben sie schon lustig gemacht, doch. So ein kleiner Spaßfakt mit rein ist schon nice. Ja, definitiv. So, ja, jetzt... Ja, war gar nicht so spät, ne? Eierschaukel, ne? Ja. Ist ja jetzt ein bisschen, ja. Haben wir doch hier noch, könnte ich denn... Was? Gegrilltes Fleisch. GK Autos. Hätten wir noch im Angebot. 5 Wildbret könnte ich. Ach nee, das geht ja gar nicht. Hallo? Was ist mit der Sau? Ist die blöd oder was die Sau? Dieser Sand hört im Hintergrund. Rat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 
2:35 Uhr. Hey, Muffy ist nur noch 1,68 Kilometer entfernt. Was kann man tatsächlich rübergelatscht? Weiter bin ich nicht gekommen. weiter bin ich nicht gekommen. Ach, bist du wieder zurückgespawnt, ja? Wurde sie wieder zurückgesetzt? Jetzt schimmel ich gerade auf so einem Steinhaufen. Oh, scheiße. Ich hab hier gerade mehr gehört? Ehre sei dem Priori. Ja, ist echt so, dem Priori. Hallo, komm mal her. Ahirschwarz. Was war denn das gerade? Das sah gerade ein bisschen komisch aus. Der Bauarbeiter saß gerade auf dem Block und die Krankenschwester hat vor ihm. So. Komisch. Du musst dich schon mal gönnen, als Zombie. Ja. Bin übrigens schwer enttäuscht. Ich bin jetzt mit Staffel 10 Walking Dead fertig. Und Staffel 11 gibt's nur auf Disney Plus. Okay. Finde ich ein bisschen kacke. Hast du die Staffel 10 schon fertig? Ich weiß gar nicht, welche das jetzt war und mit welchem Hintergrund, also mit welcher Story. Ja, gut, wenn ich jetzt was Falsches sag, dann spoiler ich vielleicht. Ja, so ganz grob. Ja, mit grob. diesen Hauttypen, die sich die Gesichter übergezogen haben. Achso, wie heißen die? Whistler? Ja. Whisperer, ja. Whisperer, genau, ja. Genau. Dann... Los, Muffy! dann weiß ich nicht, ja. Nein, ich hatte schon ein paar Folgen mit denen gesehen, aber also ich sag mal so, bei den Folgen, die ich schon gesehen hatte, da war Rick Grimes schon weg. Ja, genau. Richtig. Und aber das war, glaube ich, Staffel 9 sogar schon. Und ich glaube, Maggie hatte schon die Kontrolle da über diese eine Stadt übernommen. Ich weiß es nicht. Aber ich habe dann nachher irgendwann nicht weitergeguckt, aber das war mir auch einfach so blöd, weil er nur noch gequatscht war. Ja, es ist, also in der 10. Staffel finde ich, dass am Anfang wenig auf Zombies, mehr so auf Zwischenmenschliche, so ein Bla und hin und her. Dann irgendwann spielen die Zombies eine Nebenrolle nur noch, ja. Das war ein bisschen. Oh, gut zu wissen, ich hab Disney Plus. Nicht nur Ballerei haben, aber trotzdem ist Zwischenmenschliche hat einfach nur ein bisschen nervt. Ja. Auf welcher Staffel? Die letzte Staffel habe ich gar nicht mehr geguckt. Nee, die deswegen ja. Also die habe ich auch nicht mehr geguckt. Ich verstehe das auf keinen Fall. Ich auch. Das Schlimmste an den Zombies sind die Menschen daneben. Das ist echt so, ne? Das stimmt, ne? Das stimmt wirklich, ne? Also wenn du eins draus gelernt hast, egal wie es mit der Menschheit zu Ende geht, im Endeffekt bringen wir uns alle nur gegenseitig um. Ja, im Prinzip ist es so, ja. Also egal was ist, die Menschen waren trotzdem schlimmer als die Zombies, ne? Im Endeffekt schon. Ja. Zombies wollten einfach nur fressen. Genau, die hatten einfach Hunger und standen auf Menschenfleisch, ja? Das... Aber diese Psycho. Was? Gruppe? Was für eine Gruppe? Ach, guck mal, der Herr Neuronfrost ist auch da. Schön, dass wir es geschafft haben. Also, ja, da ist er. Hätte ich mit fordern, sagt er. Aber die Menschen, die waren echt die Schlimmsten, ne? Das war schon krass. Ja. Wie der Negan zum Beispiel, aber da hat wenigstens noch ein bisschen Stil. Der Negan, der war schon. Schwierig. Der war schon krass, ja. Ja, wobei, jetzt kann ich auch wieder nichts Falsches sagen. Ja, ja ich aber in der Staffel, nur, wo er neu kam, war schon heftig, ja. Das war schon ein bisschen sehr krass, ja. Ja. Das aber war ich schon... weiß nicht, da wurde da ab dem Zeitpunkt wurde die Staffel oder wurde Seven Days. Dann ja. wurde auch The Walking Dead, aber nicht so wirklich gut. Also. Oder ja. Mehr schlechter. Ja, aber genau, ab dem, wo Negan drin kam, wurde da eigentlich. Also es lag nicht an ihm, sondern einfach an dem Psycho halt. Weil ich fand die Aktion da, wo sie da im Wald gekniet waren, wo er dann hier den einen oder anderen erschlagen hat, das war so Psycho. Das war so richtig krank, ne? Ja, ich aber war auch das nach. Passte noch irgendwie noch zu Walking Dead irgendwie noch. Ja, aber da war ich so mal kurz ein bisschen geschockt. Da war ich erstmal ein bisschen sprachlos nach der Folge. Ja, war noch gut irgendwo, aber... Ja. Aber was danach kam, nur noch das Rumgelaber und so, das ging einem nur auf den Sender nachher. Ja. Eben so ein bisschen labern ist ja okay, da muss ja auch zwischenmenschlich was passieren, aber... Ja, ja. Absolut. Aber ansonsten... Eben Zombies sind halt nicht hinterhältig oder berechnend. Und seit Corona, glaube ich, könnte das genauso passen. Rücksicht ist nicht der Menschheitsstärke. Ja, das stimmt. Da hast du recht, ja. Es hat viele Züge gehabt, fand ich, ja. Wo es losging. Oder wie sich so entwickelt hat.
Bestimmt. RIP Glenn, du coole Socke. Ja, der war echt cool. Den Glenn habe ich auch gemocht. Da war ich ganz schön, fertig, als der, als es hieß, dass der tot ist. Oder was, heißt, als es hieß? Als der pulverisiert wurde. Muss man so zu sagen. Glenn. Das war der, pulverisiert, naja, da wird er gematscht. Ja. Naja, er hat sich nochmal alt durch den Kopf hin lassen, sozusagen. Er hat in seiner Rolle geglänzt. Er hat ein Auge gemacht. Auf eine andere Rolle. Er hat ein Auge drauf geworfen. Auge gemacht, ja. Andere haben Auge auf seine Rolle geworfen, ja. Er hat geglänzt. Ich fand die Folge krass, die war gut. Die war richtig heftig, ja. Mal gucken, ob wir dann hinter das Tischschiller nochmal kriegen. Ja, ich hab noch was für dich. Ja, nee, lauf ruhig weg, ist schon in Ordnung. Er hat deine hohen Frosten Fahrrad, ist klar. Du musst das noch organisieren. Ja, vor allem ich hatte auch die gleiche Quest wie er und sag, brauch ich ein Fahrrad? Nee, brauchst du nicht. 5 Minuten später, ach, guck mal, ich krieg ein Fahrrad. Denk mir, Alter. Hat er nicht gemacht. Vorratsabstimmung, Essenvorräte, Waffenvorräte oder medizinische Vorräte. Jawohl, nochmal Handgranaten. Hier, ich hab noch was für dich hier. Wo hab ich's hier? Schangedön? Noch mehr Handgranaten, sonst muss ich erstmal. Traurig. Müssen wir eigentlich fast mal auf dem Weg zurück, ne? Weg zurück, da geht's auf dem Weg zurück nach Hause. Da mal ein paar Bäumchen unterwegs. Da, wo das Bett ist. Da, wo das Bett schläft. Schön. 6 Chateaus. Chateauze. Also Essensvorräte, also Waffenvorräte wäre super, oder medizinische Vorräte. Ja gut, die Essensvorräte ist auch mal nett. Ja. Ach, ist alles gut. Alles gut. Aua, jetzt hab ich fast den Baum erschlagen. Also ich muss mir noch irgendwas zu trinken organisieren. Ach du grüne Neune, komm mal hier, Morbus, komm mal ran hier. Ja, Alter, was ist denn hier passiert? Wo kommen die denn her? Das ist Eskalation gerade. Ach, Abstimmung. Alter. Aber für diesen 20 Kisten oder? Für mich 2. Süß. Und die sind ja nicht, das sind ja alle für dich. Ich habe nur 2 Kisten offiziell. Ah ne, das ist für Muffy und für Neuronfrost auch noch die Kisten da. Stimmt. Wisst ihr, die sind für Muffy und Neuronfrost hier. Aha. Siehst du? Neuronfrost vor allem. Ja, super. Ja. Achso, da wo ihr noch seid. Okay. Ah, danke für die Kisten. Wir sind hier noch ein Arsch weit weg. Gekochte Eier. Boah, Alter. Ja, okay, lieber das. Okay, verstehe ich. Also in 20 Sekunden haben wir eine Touristenhorde gleich bei uns. Das finde ich aber nicht so schön jetzt. Dann geh ich schon mal weg. Ey, bleib hier. Nur gemeinsam sind wir stark. Ja, da die hinter hinten sind auch stark. Da hinten. Bleib doch mal. Boah, der ein Rucksack mit einem Knochen dran. Das ist besser wie nichts, oder? Geh du mal weg. Die Zombie-Horde kommt jetzt zu dir. Nein. Die kommen zu uns jetzt. Guck. Nee. Jetzt. Ach, bitte nicht. Och, wie süß. Ey. Guckst du die an? Lass sie doch hierher laufen. Durch die Spikes hier, komm. Aber dann mache ich sonst ein paar Spikes fertig, vielleicht gerade hier. So. Schlachten sie alle nieder. Natürlich. Ich kann nur 6 Stück machen hier, scheiße. The winter's coming, los. Und ja, ich zieh mir jetzt nochmal Maisbrot rein. Winter's coming, Hollywood is coming. Das sind schon wieder mit C. Konfetti, jawohl. Die Hunde haben aber Vanilla-HP, die Touristen nicht. Ach so. Hä, warum sind es auf einmal jetzt mehr oder was? Nee. Nur vielleicht, weil wir zu zweit sind, ich weiß Alter, nicht. Einer hat 600, ne? Einer hat 600. 600! Und bin da Schrotz. Nee. Ich hab mich vertan. 855. Doch, okay, gut. Der hat 700. Wenn so ist. Alter Schwede, das kann ja noch ein paar Jahre dauern. Frosty, wir müssen dir wieder helfen. Komm, Frosty, wir müssen dir wieder helfen. Bleib doch ohne Piste. Richtig schöne Dinge abziehen, aber nein. Ja, natürlich, ja, natürlich. Bis hier, ne? Ja, kriegt erstmal schön mal einen Schläger ins Gesicht. Komm, Digga. Komm, lass das schöne Kinn wackeln. Alter. Wie ein schönes Doppelkinn wackeln lässt. Das hat mich schon ein bisschen, sexy. Jawohl, Konfetti! Weißt du, Gecko kann es einfach nicht lassen, ne? Zieh da gleich nochmal eine mit rein hier. Die sexy Alena. Gecko? Wo ist er?
Also. Ey, hast du noch eine gespawnt, oder? Nee. Wie viel tanzen warum? Ist und nicht freischalten, ne? Was ist denn jetzt? Hat kurz der Server geleckt. Boah, Alter, was ist denn das hier los? Was ist denn hier los? Jawohl, Konfetti! Konfetti! Oh, sehr schön. Ey. Ich danke vielmals. Ey. Mach die nicht alleine, ich helfe dir. Komm her. Komm her. Ja, Baby. Komm her, jawohl. Komm, Partymädchen. Die ist mein Schläger. Bam. Will aber auch nicht verrecken, die Sau, ne? Ja. Möchte halt gerne den Schläger etwas länger haben, hat sie gesagt. Hat er nicht. Hallo. Kannst du selber in hier rumspulen, hä? Was, Muffy? Ich hab eine Freundin bekommen. Ja. Hast du? Ja. Ist doch schön, ist doch nett. Ich hab zwei bekommen, eine rothaarige und eine mit einem Auge. Wobei die eine mit einem Auge eher für Nordisch war, glaube ich. Hallo, hallo, oh. Oh, danke. Danke, Renser. Oh, nun ist aber gut jetzt. Nicht schlecht. Zack. Konfetti-Party. Jawohl, lass den Konfetti regnen. Wie hieß denn der Befehl, wo man die ersten Zombies, wo die ganzen Zombies getanzt haben? Wo die was? Wo die alle getanzt haben. Tanzen? Mhm. Das heißt, glaube ich, einfach alle tanzen, oder? Warum würde dann einfach nur tanzen heißen, ja. Die sind alle für dich, glaube ich, oder? Aua. Das kann sein, ja. Danke, Rosa. Was auch immer ich gerade bekommen habe, ich habe es gerade nicht gesehen. Wir sind da. Gecko hat ein Stufe 1 Abo verschenkt. Was? Gecko! Alter! Vielen, vielen Dank! Ernsthaft? Du spielst doch. Danke. Vielen, vielen Dank. Alter, vielen, vielen Dank. Echt lieb von dir. Ich danke dir vielmals. Und Miss Merkel, viel, viel Spaß mit dem Abo. Rennt. Danke, danke. Gibt 1000 Punkte vielleicht drin. Trotzdem. Ja, guck mal, der Weihnachtsmann ist auch da im Konfetti-Regen. Und hier der. Wie heißt er? Ritt auf das arme Mädchen hier. Also, Muffy, sein Charakter sieht aus wie der König, ne? Welcher König? Ja, der von Walking Dead. Jawohl, und gleich die Mutti hier. Das ist noch eine Mutti für euch. Aber wie heißt denn der nochmal? Wie heißt denn der König nochmal? Der König. Ja, der König von Walking Dead, wie hieß denn der nochmal? König? Ja, der vom Königreich, der. Redlock-Typen da mit dem Tiger, aber. Ja, genau. Alter. Wie heißt der denn? Nee, oh, wie hieß denn der? Ja, ich weiß wie. Aber so ähnlich. Erzengel, Gabriel? Nee, Gabriel? Was nee, nicht Gabriel. Gabriel? Gabriel war der andere. Gabriel war der Pfarrer. Der Priester. Ja. Aber wie hieß denn der? Was ist der denn? Fällt sich ein. Lässt er Muttis regnen hier, Gecko, ne? Aber lässt sich für die 1000 Euro holen, lässt sich ein paar heiße Muttis rein. Danke, Rinsa. Alter, wir spawnen immer mehr Muttis. Willst du uns irgendwas? Das wird hier langsam ein bisschen heikel. Warte mal, ich hab da eine Lösung für. Die habe ich sogar von ihm bekommen. Geh mal weg, Muffy. Ich werfe euch was für die Füße. Los. Los, kommt her. Jawohl. Wer kommt da jetzt? Da kommen noch mehr, es sind gerade bei mir noch welche gespawnt. Oh, jetzt habe ich zwei Handgranaten geworfen. Warum werfe ich jetzt noch eine? Ich muss nachladen, das ist ja doof. Schön, kann mal einer erklären, warum hier eine Handgranate einfach auf dem Boden liegt? Kann aber nicht wahrstellen. Kann ja jeder kommen. Lauter heiße Muttis hier. Heiße Muttis. Schön, schön weich und warm. Also nicht mehr ganz so warm, aber. Schön weich, Alter, was ist mit dem? Aha. Ja, nun. Alter, die haben 600. Ich möchte nicht wissen, wenn es tatsächlich eine Zombie-Apokalypse gibt, was die Menschen mit den Zombies tatsächlich anstellen. Ja, absolut, da brauchen wir gar nicht drüber reden.
möchte es nicht wissen. Da brauchen wir nicht drüber reden. Also nicht in aller Deutlichkeit. Also da gibt es garantiert ein paar Leute, die Taschenmuschi ein bisschen anders verstehen. Ja, okay, ich hab verstanden, worauf dieses Gespräch hinausgeht. Okay. Hallo, ich hallo, Mutti. Weihnachtsmann hinter dir. Das ist der Weihnachtsmann der Maronfrost. Ja, ich wusste nicht, wer das. Ich wusste jetzt nicht, wer das war. Ich hab den Namen nicht gesehen. I'm dead. Da ist auch noch jemand. Ich hab eine Mutti kaputt geschlagen. Oh. Nochmal danke, Rinsa. Du bist gestorben, ne? Jawohl. Was? Schon wieder. Die another day. Oh, das hört ja auch nicht auf. Das gibt's doch nicht. Ich hab ihn mit der Schrotze unter den Schlippe geschossen. Und ich pack. Vielleicht magst du es ja. Nee, irgendwie nicht. Also es hat dir ja nichts ausgemacht. Scheiß Stacheln. Ach, du bist wieder in die Stacheln gelaufen. Scheiße. Und so. Soll ich da wieder hin? Alter, cool. Ja. Wo sind denn die Ersatzfahrräder? Oh. Welche Ersatzfahrräder? Ah, oh, ich hab gar nicht nachgeladen. Ist er jetzt doof? Hallo. Ich hab gesagt, das ist doof. Hör auf, Mutti. In die Fresse geschossen. Ist auch gestorben, oder? Boah, brauch mal ein bisschen Ausdauer hier. Gehen wir hier ein bisschen im Säckchen. Genau, komm, wir machen jetzt unser eigenes Ding, wie wir machen wollen. Anti-Egel? Was ist ein Anti-Egel? Muss ich mich da bewegen? Nee, was ist das? Was macht denn das? Ih! Ach scheiße, da krieg ich Schaden, wenn ich den Schaden zufüge. Alter. Du Sack, ey. Das ist natürlich mal richtig Maul. Alter, ein Sack. Bist du tot oder bist du nicht tot? Ich? Nee. Nein, die ist Mutti hier, die noch rumsteht. So ist der Kack weg, ja. Bin auch noch einen überladen hier auch noch. Reparieren. Der hier rum. Was hier? So. Der hat wirklich Schlüppi an hier. Natürlich hat ihn. Denkst du, die läuft ohne Schlüppi draußen rum? Naja, aber das ist vielleicht ein bisschen. Naja. So, 1000 K-Punkte gut in Muttis geblasen. Ach, ich will das nicht kommentieren. Okay, Gecko. Das ist einfach zu ekelhaft. Okay. So, und wo sind jetzt die Kisten? Wir brauchen jetzt mal 6 Milliarden Schuss wieder hier, die wir gerade verballert haben. Boah, Waffenvorräte war geil. Ich folge dir unauffällig. Ah. Hier hinten zappelt noch eine Mutti. Ja, nee, die ist kaputt. Das ist nur Spalte das Mutti. Grinsen, bis der Brenner schafft. Weiß gar nicht, was du meinst. Jetzt gar nicht, worauf du hinaus willst. Ein Brennen schafft. Ja. Das hat sich jetzt aber auch falsch angehört, ne? Das weißt du auch. Danke, Mist, Starling. Mist, Starling. Bastle uns einen brennenden Schaft. Das hat sich auch falsch angehört, ne? Das ja, nicht nützt ja nichts. Zerlegen. Hier, ich habe noch 13 Schuss von einer Pumpgun, habe ich hier noch. Immer noch. Pfeile mehr. Wieder. Noch. Wieder. Wo bist du denn? Ich warte hier mal. Ja, hier. Will mal so lange im Müll rum, bis du da bist. Okay. Wo ist es denn jetzt? Ah, auch für dich sind noch. Yay, Waffenvorräte. Ne, für uns alle. Jawohl, was ist denn das? Wie? Was guck ist mal, das? Jetzt habe ich gerade. Eine 1er AK. Bolzen. Boah, eine 1er AK. Jetzt hab ich gerade die Bolzen weggehauen und jetzt kriege ich eine 3er Armbrust. Mann, ey. Zack. Zerlegen. 1er, kannst du grappen. Ne, die macht 44 und die ich habe, macht 42, also die ist schon besser. Das Messer ist auch auf jeden Fall besser. Verändern, Mod raus. Verändern, Mod rein. So, kommt ihr nach Hause? Ja, wir kommen nach Hause. Danke für die Kisten auf jeden Fall. Ja. Schanser war das. Schon gedöhnt. Oh, ja, wo bist du? Ich hab noch was hier, für dich. Angriffsabstimmung, ja. Brandopfer. Ich hab noch ein Messer für dich hier. Ja. Angriff oder Fragezeichen? Bestimmt nicht. Ich kriege mir gleich wieder ein bisschen. Ich bin weg. Du machst das. Glaub an dich. Ja. Am Arsch. Am Arsch, die Räuber. Ich hau ab. Hallo, was hab ich denn hier? Ja, Gackgewehr.
Was bist du denn jetzt so? Kennt ihr jemand? Was? Oh, war ich sehr schnell. Hallo, der hat dich mit seinem Hammer geschlagen. Warum gehst du auf mich? Ich bin wieder ganz dicht oder was? Ja. Oh, oh. Alter. Kannst du Brandopfer brennen gut? Sollten sie, ne? Ich meine, das ist ja fast wie Kohle. Ui, einer sagt Knüppel, das ist interessant. Was Nitrat? Oh, das war jetzt dumm. So, mal gucken. Geh weg! Warte mal kurz, noch nichts werfen. Okay, doch, werfen. Oh, der Server hat gerade geleckt. Ah! Server hat gerade hart geleckt. Ach, das ist ja doof. Ja. Hallo. Okay, die AK ist nice. Das sollte doch sein. Alter. Ich finde das mit der... Oh! Der ist es gleich. Danke, Rinser. Ah. Jawohl. Sicher. Trotzdem kriege ich mir nicht mehr Munition zusammen. Ich finde, das war ein netter XP-Boost mit geringer Kollateralschaden. Probier sie jetzt besser. Besser Messer. Besser Messer. Stimmt, das war echt ein guter XP-Boost, ja. Auf jeden Fall. Gebe ich dir recht. Ups, was war das denn gerade? Alter, das kann doch nicht wahr sein. Ich schieße ihm direkt mit der Schrotze in die Fresse und er guckt mich einfach nur an und so. Nee. Hallo? Danke. Was macht die 13? Und die macht 8. Hier, ich hab was für dich. Ne? Ja. Warte mal. Es spawnt gerade noch welche. Einmal hier, einmal hier. Schon getönt. Ach, ist das wohl dein Startgebiet hier? Weil hier ein Lagerfeuer und eine Kiste liegt. Möglich. Diese Schrotze hasse. Alter. Was ist denn hier so schön ins Gesicht gegangen? Granate ist nur halb optimal, wenn ich safe schieße. Denk dran, die Beta Vanilla geht dir nach dem ersten Hit in der Range. Mit der Granate kriegst du alle in den Range-Modus. Ach so, ja, stimmt, ne? Ja, hast du recht. Hab ich nicht so gedacht. Stimmt. Hässlicher Vogel, ne? Die haben sie schon geil gemacht, die neuen Zombies, ne? Ja, wobei ich mir bei den brennenden Zombies tatsächlich gewünscht hätte, dass sie auch ein bisschen weiter brennen. Das stimmt, ja. Wenn die weiter so geglimmt... Also da fehlt ihnen so ein bisschen. So ein bisschen geglimmt wenigstens halt, ne? Noch. Ja. Aber was ist denn jetzt? Nein. Ja, ich hab ihn. Also zumindest stunned. Na, jetzt ist er weg. Oh Gott. Oh, knappe Geschichte. Super. Lass mal gehen Heimat rein. Ist gut. Muss mir auch mal wieder heilen. Nee, aber ich glaube, das ist nicht meine Kiste. Okay, na egal. Wurscht. Nee. Ich glaube nicht. Stimmt, die gehen ja dann alle automatisch in den Range-Modus. Feralen Brandopfer brennen, okay. Feralen, okay. Das will ich aber auch nicht unbedingt wissen. Ja, aber das ist ja auch trotzdem blöd. Schon, aber warum brennen sie nicht alle?